Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, hier aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Heute bei mir sind Mission Impossible. Zwei Frauen, Linda Carmen, Rebecca Ritz, habe ich mir aufgeschrieben. Gell, Rebecca, bist du? Fast. Linda, bist du? Spielt keine Rolle. Sie sind ein Komikerinnen-Duo, das jetzt dann an den Start geht im Mai in Zürich. Und das tun wir begrüßen. Oh. Schön, sind wir da. Hey, merci vielmals. Danke vielmals. Festli. Das heisst auch, ich darf ganz dumme Fragen stellen. Weil fein. Euer Programm? Ja, natürlich fein. Euer Programm hat man noch nicht gesehen. Es gibt nur so Trailers und so. Mhm. Und da geht es viel um Kinder haben, Kinder gross ziehen, was Kinder machen und Eltern sein, Mutter sein, ja, und so. Genau. Ich gehe davon aus, das sind alles eure persönlichen Erfahrungen, die ihr hier ausbreitet. Unter anderem. Also, es kommen natürlich noch andere Erfahrungen dazu, vom Umfeld, von Sachen, die man hört, die man liest. Also, wenn man unsere Show schauen kann, kann sich jeder angesprochen fühlen. Es ist jetzt klar unsere Geschichte auf einem Weg, aber adaptiert auf ganz viele andere, sage ich jetzt mal, Mütter, die das kennen. Die Eltern haben, haben das alle erlebt. Das ist, es gibt nur ein Davor und ein Danach, oder? Ja, und das sind Phasen. Man geht von Phase zu Phase. Genau. Das habe ich einmal gesagt, wenn meine Kinder irgendwie schwierig da haben, oder ich und meine Frau haben uns einfach so gesagt, es ist alles nur eine Phase. Ja, aber genau. Genau. Das ist eigentlich so der Grundstein von uns. So heisst ja auch unser Programm. Phase 1. Phase 1, genau. 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 Und, aber ihr möchtet euch dort, also wenn man das schaut und selber Kind hat oder kein oder irgendwie so, dann ist es klar, dass man natürlich immer auch über sich selber lacht. Also zum Beispiel die Szene, wo ihr sagt, unsere Kinder sind so wunderbar, wenn sie schlafen. Wenn sie schlafen. Oder? Wenn sie schlafen. Das ist alles schon mal überlegt, oder? Aber die Lösung, was ist denn die Lösung vom Problem? Irgendwie, dass man Schlaftabletten gibt? Oder? Nein. Baldrian ist besser. Baldrian? Ja, ja. Okay. Schlaflieder singen. Ja, das habe ich immer gemacht. Ich habe das ultimative Schlaflied. Das zeigt mir, was für eins. Also das kommt aus Österreich. In Innsbruck, auf dem Iselberger stehe ich. Und so, so. Und am Schluss, es ist so ein Lied, das Innsbruck beschreibt und wo man sich sehnt zurück, weil man mal dort war. Und irgendwie so. Und zack, dritte Strophe. Langweilig. Dritte Strophe und es ist völlig da. Und das Zweite, weißt du, das Zweite ist, was man immer machen kann? NZZ vorlesen. Oh, das ist ja. Das funktioniert immer. Ja. Aber kommst du Schlag mit diesen Zeitungen? Die gehen ja alles auseinander. Ja, aber es ist lang. Zeitung. Ja, nein, ich lese natürlich jetzt auch online. Aber natürlich, dort haben wir so beim Blätter ist schon klar. Blätter ist nicht gut. Und sofort wieder. klar, ja. Aber bei der NZZ lang so, sagen wir, 2000 Zeichen. Und das hätte auf dem grossen Ding. Das hast du absolut recht. Ja. Ich habe noch nicht ausprobiert, aber das können wir durchaus. Was haben ihr für Schlaftricks? Tanzt ein Biba-Butzemann. Ich habe kein Rezept. Ein Biba-Butzemann. Aber meine hat auch ein bisschen Angst. Also, es ist ein bisschen... Kann ich schlafen? Weil der ja, aber es, ja, Biba, also, ich meine, es ist schon ein bisschen gruselig. Musst du noch den Text hineinziehen? Es tanzt ein Biba-Butzemann in unserem Haus herum. Fidibum. Schon ein bisschen komisch. Stimmt, also wenn man den Text hört, ist Überhaupt die Kinderlieder sind zum Teil und die Märchen, wenn man da wirklich brutal. Mal reinhört, brutal. 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 Was ja, Lebenhaft. Normal. Das ist vorbereitet auf den Real Deal. Das ist schon. Ist das nicht? Sorry, das ist doch ein bisschen irgendwie. Heute sind Kinder ja irgendwie für viele Eltern ein Projekt, wo sie sich völlig darauf versteifen. Und die Kinder auch überhöht. Ich meine, ihr holt das ja völlig oben ab. Ja, ja. Und dann sagen, hey, es sind irgendwo auch einfach Menschen. Und, ja, und es sind Kinder. Und du bist der ältere Teil. Das ist auch ein grosses Thema, oder? Das ist eben auch der Konflikt, den man immer hat, als ältere Teil. Oder wie fest geht man auf das Kind ein und wie fest tut man das durchziehen, was man sagt, oder? Im Kind ja auch nicht, wenn es das Leben lang das Gefühl hat, es dreht sich alles nur um einen selber. Genau. Weil es nicht stimmt, früher oder später. Ja, genau. Also, wir wollen ja unsere Kinder irgendwo aufs Leben vorbereiten und ich glaube, ja, das machen wir mega gut. Ich auch. Nein, das ist auch etwas. Alle meinen ja, sie machen es sehr gut. Und dann. Good point. Bei gewissen kommt es gut raus, bei anderen nicht. Und irgendwie, es ist auch nicht.
Das ist ja nicht irgendwie nur die Schuld der Eltern. Irgendwie, sondern... Doch. Okay. Also, sind wir so? So offensichtlich ist es ja immer die Schuld der Eltern. Also von der Mutter, offiziell. Weil der Papi ist am Arbeiten. Papa ist am Arbeiten. Ja. Bei mir ist eben... Wir sind auch... Meine Mama ist... meine Frau ist auch am Arbeiten. Also mich jetzt, oder? Natürlich arbeite ich. Jetzt sind sie... Kein Geld. Wenn die auch irgendwie unsere Kinder nähren, oder? Ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Nein, und... Das ist so das Projektding, oder? Und dann, irgendwie, das ist ja eine Idee irgendwie vom letzten Jahrhundert, weißt du, dass irgendwie Kinder sind nicht nur kleine Menschen, die gross werden, sondern sie sind alles, was man an Glück reinprojiziert und vielleicht selber nicht erfahren hat, muss dort rein. Sie müssen Skinny machen, sie müssen Nobelpreise erreichen, sie müssen Showman sein. Aber das ist doch klar, oder? Wieso? Also der Thiago bekommt schon Latinisch Unterricht. Okay. Ja. Darum singt er auf Instagram singt er «Culi Rentem», das heisst, es ist Latinisch und heisst auf Deutsch. Das heisst auf Deutsch. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ist nicht, besser nicht. YouTube sperrt es gerade. Ja, genau. Okay. YouTube ist ein bisschen heikel. Du musst so Nutzungsbedingungen. Meine Latein-Kennis sind eben so schwach. Also, ich kann Katastrophe. Ich bin nie ein Latein. Du bist nie ein Latein. Du musst Asterix und Obelix lesen. Ja, dort steht Veni, Vidi, Vici. Ja, genau. Und das weißt du, was heisst, oder? Ich glaube, ich kam, ich sah und ich trank. Ah, oh, sehr gut. Du musst im Fall aber aufpassen, gell? Hm? Ich habe letztens gelesen, das ist im Fall gar nicht so gesund, Alkohol trinken. Schon. Alkohol trinken ist nicht gesund, nein. Ja. Aber in Massen. Ja. Ich bin so verschrocken, habe gerade aufgehört. Gerade aufgehört. Mitlesen. Ah. Schon gemeint. Ich habe wirklich gesagt, Hilfe, wenn ich mich nicht mehr vorne sehe. Ja, nein. Was liest du? Was liest du? Irgendwie ist das die Hausbaustille von Alain Berset, oder? Per se würde ich nicht sagen, dass es das ist. Per se würde man das so nicht sagen. Ja. Ihr habt ja eure Premiere müssen, glaube ich, verschieben, gell? Ihr ja, mehr als einmal haben recht. Mehr als einmal? Ja, ein paar Mal müssen verschieben in den letzten zwei Jahren. Ja, es ist natürlich jetzt traurig. Wir haben eigentlich im falschen, schrägstich richtigen Moment das, unser Projekt angefangen. Oder? Wir haben sehr viel Zeit gehabt, um zusammenhöckeln und unsere Magie walten, aber wir konnten es nicht gegen raustragen. Und das wird dann mit der Zeit einfach ein bisschen frustrierend. Wir haben immer so ein bisschen gesagt, das ist ein bisschen Himmel und Hölle zugleich. Also auf die einen Seite hat uns Corona immer wieder gemacht, dass wir unsere Premiere verschieben mussten, dass wir, ja, es läuft nicht einfach so von allein. Die Leute haben Angst, ins Theater zu gehen, das kennen wir jetzt alle. Und das ist halt das, was uns so ein bisschen, ja, auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Auf die andere Seite hat es uns natürlich auch einen gewissen Platz gegeben, um unserem Projekt wirklich Zeit zu nehmen und das und sich auch immer wieder überdenken, sich selber auch hinterfragen. Haben Sie dann noch mehr gemacht? Sind irgendwie noch neue Nummern entstanden? Ja, also wir haben letztes Jahr ein Tryout gehabt, einfach mal, um so ein auszutesten, wie das ankommt. Dort hat man die Trailer wahrscheinlich aufgenommen, genau. Oder? Ja, genau. Das war vom S-Theater. Genau. Meine Mutter hat gekocht. Ihre Mutter hat gekocht. Das hat man ja noch dürfen. Essen hat man ja dürfen, oder? Genau, wenn man hockt, dann ist es wirklich kein Problem. Genau, das ist Genau, das Virus kommt irgendwie ab 1,80 Meter. Oder 70. Ja, 70. Ja. Gut, wenn wir auf der Bühne stehen und dann sprechen und im Zeug umschweizen, dann ist es egal. Aber und dort, was am Schluss dort haben wir dann. Ah, aber wenn er sowieso. Das machst du ja glaube ich, zum irgendwie. Das machst du irgendwie sowieso, zum irgendwie besser, zum irgendwie noch Gags reintun oder irgendwie noch Tempo treiben. Also ich bin nicht. Ja, und er halt einfach ein bisschen rausgespürt, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht, oder? Und jetzt haben wir den Abendfüller, wo wir wirklich ohne Essen trinken, bitte unbedingt. Aber Essen. Sie hat ja gesagt, sie sind gegen Alkohol. Ja, aber sie hat aufgehört. Ich switche meine Meinung. Es ist ein bisschen Luft im Bus. Ja. Das ist nur eine Phase. Luftzeichen, beide sind wir. Genau. Also, ihr macht Comedy, ihr macht Musik, ihr macht Show. Genau. Muss man sagen. Es sind drei Elemente. Genau. Aber schon Fokus vor allem auch auf das Leben. So, Leben. Weißt du, zu dem wie man Kinder eben irgendwie übertreibt, behütet und so. Habt ihr das gelesen? Im Februar hat die Gemeinde Kriens, also Stadt, ich glaube sogar Stadt, hat beschlossen, man tut jetzt dem Kind einen GPS-Tracker mitgeben für Sicherheit auf dem Schulweg. Ich meine, das kostet 220'000 Franken.
Nein, ich meine, hey, GPS! Nein, es ist Wahnsinn. Es ist einfach. Und hast du dir in meine Handtasche? Und du kannst dann fragen, irgendwie, meine, was machen denn die Eltern? Sie muss ich die ganze Zeit am Handy. Wieso geht er jetzt nicht? Ja. Der, weiß ich nicht wie. GPS? Ist er denn implantiert? Also, Nein, es ist so. Das ist ja eine gute Frage. Nein, weil, meine, das Erste, was ich machen würde, mit so einem Teil, irgendeinem Lastwagen. Ja. Was machst du, wenn du es nicht hast? CN, oben reinschmeißen. Genau, und dann die Eltern. Eine Lehrerin ist das. Ich habe mein Kind. Ja. Heute Morgen haben wir ihn noch gehabt. Wir sind da, da kann ich glaub, von uns beiden reden, dass wir schon auch ein bisschen, ja, und auch ein bisschen auf eigen. Schon immer ein Auge drauf haben, aber auch ein bisschen Eigenverantwortung. Und ein bisschen die Kinder auch ein bisschen selber etwas entdecken. Also ich merke das mega bei den Spielplätzen, dass ich die Eltern immer mega nach bei den Kindern. Und so kannst du die eigentlich gar nicht entfalten. Oder ich bin dann so weiter, so, und dann pfeife und dann kommen sie. Mhm. Und ich bin schon da. Aber einfach, sie haben Platz, sie haben Raum für sich und können quasi in ihrer Fantasie. Ja, kann man sagen, ja, die Mütter, die hocken immer dort oben auf dem ganzen Sitzplatz. So Rebenmütter. Aber. Rebenmütter. Aber ja, ich finde eben nicht. Ich finde, dass man gleichwohl auch Freiheiten diesen Kindern auslässt. Und das macht man eben, finde ich, in der heutigen Zeit viel zu wenig. Ist man da am Helikopterle und ich finde die Grenze mega schwierig. Also, ja, also absolut richtig, was Revi sagt. Bei meiner Tochter ist es noch etwas anders, sie ist noch etwas jünger. Und ich glaube, wenn ich die jetzt so höre, ich glaube, ich bin auch ab und zu so eine Mutter, die ein bisschen nebenan stehen muss. Ja, aber deine ist noch jünger. Ja, es ist wirklich so eine Angst, die dich begleitet als Mutter. Und dann natürlich auch die Verantwortung, wenn dem Kind etwas. Du hast einfach die ganze Zeit das Gefühl, dein Kind geht kaputt. Du musst auf das aufpassen. Es kann etwas passieren, oder? Und das ist dann halt schon so. Du musst wie so ein bisschen den Mittelweg finden. Es ist einfacher gesagt, nicht so einfach. Das macht natürlich. Ja. Oder, also, ja. Aber cool allerdings bleiben und gleich das Kind beschützen. Ja, das wäre eigentlich so. Und dann mal ein bisschen. Ja. Etwas, wir haben gesagt, etwas zumuten. Ja, ja, aber gleich Grenzen setzen. Also weißt du, okay. Es ist dann auch so, es ist auch so ein bisschen lässig. Ja. Natürlich auch das. Ja. Es ist alles ein bisschen einfacher gesagt, das gemacht. Ja. Wir haben es immer probiert, so. Grenzen setzen und so irgendwie. Ja, klar. Aber wenn es dann wirklich. Also wenn es dann wirklich irgendwie in eine Richtung läuft oder so, ist das Zuschauen noch schwierig. Oder? Das ist so, ja. Ja. Was sind denn deine Grenzen? Oder wenn du sagst, Grenzen sind... 3,5 im Französisch. Okay. Nein, ich schaue jetzt. Du bist ein verdammt strenger Vater. Dann könnte ich nicht kommen, leider. Nein, wir haben jetzt nur... Das ist echt mühsam. Es ist mir nur ein Sinn gekommen, weil wir vor kurzem... also meine Kinder sind beide... genügend im Französisch, will ich betonen. Aber wir haben es nicht. Aber ein schönes R. Nein, das können sie wirklich viel besser als der Vater. Und, nein, und ich habe mir einfach gesagt, schaut, also wenn ihr ungenügend sind, dann 3 Wochen Bretagne. Oder also. Bretagne, oh, das ist, je m'appelle Caramel. Nein, weil sie haben irgendwie... Sie eine grosse Strafe, gell? Nein! Wir andere haben, warten, bis sie 15 sind, dass sie mal als mir dürfen. Nein, wir haben gesagt, irgendwie, dort haben wir eine Frau, wir sind wieder mal gesehen, hat eine in einem Airbnb hat irgendwie gesagt, ja, sie brauche im Sommer jemanden, der den Garten pflegen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, süße Kinder können ja Französisch. Und dann können sie ja dann, ist nicht weit vom Meer, dann können sie ja am Meer, würden sie dann sicher Französinnen und Franzosen. Mhm. Und dann würden sie dann in 3 Wochen so viel Franz lernen, was sie nie mehr in 3,5 hätten. Wahrscheinlich würden sie auch Wörter lernen, die man in der Schweiz gar nicht kennt. Das soll ich sagen. Aber das wäre ja gut. Also ich will es, aber ich sage es nicht. Ich bin darum im Welschen auf Sonderangern. Ja. Aber das ist doch, ja. Nein, Grenzen setzen. Ja, ich finde halt schon, gewisse Sachen halt schon, so, wenn es um Nachdruck verleihen geht. Also, ja. Meine, wie macht man das? Oder? Ja. Wir waren einmal in einem Hotel irgendwie, und dann ist irgendwie, da hat es eine Familie gehabt, wo das Bübli hat immer müssen, bitte lieber Papi sagen. Oder? Also, mein Kind muss auch. Bitte liebes Mami. Ja. Okay. Nein, sei. Nein, und dann ist irgendwie das Bübli ist im Spielzimmer gewesen, und ist aufgekommen und hat gesagt, der holländische Junge hat mir den Ball gestohlen. Bitte, lieber Papi, darf ich den holländischen Jungen verhauen? So. Ja, schön. Gell? Und hat er dürfen? Er hat bitte gesehen. Nein, er hat eben nicht dürfen. Aber ich dachte, das Kind ist jetzt verwirrt. Hat er nicht Will Smith gemacht? Ja, cool. Gell? Ja. Und dann eben, über Kind. Und jetzt, meine, ihr möchtet das aus einer Frauenperspektive. Was ist. Sind Männer geeignet, um Kinder grosszuziehen, in eurer Meinung nach? Es ist einfach anders, du darfst es wie nicht vergleichen. Also mein Mann ist recht, oh,
Du bist so aufmerksam, Dominik. Er will sich einfach selber ja. Ja. Ja, er ist aufschnell und kriegt. Ja, er hat denkt, das ist okay. Er hat es schon gesehen. Immerhin. Nein, also ich habe. Also, mein Sohn ist recht ein Wilde. Und mein Mann ist auch recht ein Wilde. Und, und teilweise durfte ich einfach nicht zu fest heranschauen. Weil du gehst als Mutter ganz anders. Aber das ist auch wichtig, es gibt im Fall Statistiken, wirklich tatsächlich, dass es wichtig ist, dass der Mann seinen Weg gehen kann mit dem Kind und mehr Risikobereitschaft eingeht. Risikobereitschaft? Das ist so dann, wenn er das Kind das? Mit 3 Monaten so in die Luft ja, genau. Ja, und so. Das ist super. Und dann musst du dich umdrehen und dann geht's. Also musst oder du dich umdrehen. Ich habe Wildsau gemacht mit dem Kind, weißt du, so, alle 4 Extremitäten. Also ich gehe noch jagen, weißt du. Und dort tut man ja dem toten Tier tut man die Extremitäten zusammenbinden. Und dann kann man sie so schweigen. Ja, das macht so das macht Räume. Sehr das macht gut. Das macht Räume. Eben, und ich finde, musst du es aber machen. Ja, unbedingt. Und es zeigt doch, dass es männliche Stereotypen gibt und weibliche. Genau. Absolut. Und mit einem Mädchen gehst du auch noch anders um als mit einem Bub. Der Tiago hat es so cool gefunden, immer so, er kann den Kopf noch nicht haben. Er ist übertrieben. Ja, er hat ihn dann noch nicht in die Luft geschossen, aber kurz danach. Ja, das ist halt einfach manchmal als Frau auch schwierig, und ich kenne das auch von mir, einfach nachher zu sagen, okay, ich verzeihe ihm es nie, wenn etwas passiert, aber solange nichts passiert ist, aber wenn etwas passiert, dann hängt es. Für immer nachher. So, nicht er hängt, sondern gut. Ja, er hängt doch ein bisschen. Nein, ja. Nein, aber ich find schon durchaus, also, dass wir in einer heutigen Zeit leben, wo die Männer echt auch ihren guten Anteil an Kindeserziehung. Also ich erfahre das privat auch so. Mein Mann hat zwar viel zum Arbeiten, aber er tut da sein Part gut einbringen zuhause. Und man sieht auch beim Kind, was das ausmacht. Oder weißt du, so mal einen Sonntag lang nur mit dem Daddy zusammen, Daddy und Tochter. Das ist einfach. Nein, das ist mega wertvoll. Sie sind auch müde, wahrscheinlich. Ja. Das können wir eben besser. Ja, genau. Nein, weißt du, man probiert heute den Unterschied zwischen Frau und Mann einzuebnen. Und so tun, wie wenn. Und wir Männer müssen möglichst weiblich sein und Frauen müssen möglichst männlich sein oder irgendwie so. Nicht. Also finde ich nicht, dass es das braucht. Ich finde, es hat eben beides seinen Platz. Ja. Genau. Und ich finde schon, dass wenn das jemand, wenn ein Mann ein weiblicher will, dann soll das easy. Dürfen. Das soll das dürfen. Ja. Aber ich finde, dass jedes Geschlecht sein Anteil dazu bringt, was wichtig ist. Dass es eben, ich finde es aber auch okay, wenn jeder so ein weiss, in was er vielleicht auch besser ist. Ich meine, das passiert ja auch in anderen Beziehungen, in Freundschaften, wo man sich ergänzt. In Firmen, genau. Einfach in Gruppen, wo etwas ein Ziel gemeinsam hat. Dann finde ich das auch absolut okay, wenn jetzt halt die Frau, keine Ahnung, putzt und den Mann den Nagel schlägt. Also, das dürfen sie. Das dürfen sie. Ich kann keinen Nagel einschlagen. Das sieht man doch ein bisschen an. Wegen was jetzt? Tuppe. Ich würde sagen. Nein, er hat kein Tuppe. Ich habe kein Tuppe. Auf YouTube. Zieh mal dran. Es ist ein Schafpelz. Ja, wir haben auch ein bisschen. Aber wetterbeständig, das ist gut. Ja, nein, es perlt ab. Mach mal so. Ich habe einfach mal meine Haare mal lang wachsen. Nein. Weißt du, so im Gimmer, so mit 17, 18, oder weißt so, ja, meine Kollegen, also Buben, haben so coole, so halblange Haare, so Ende 80er Jahre, glaube ich, oder so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, das muss ich auch, aber bei mir, es ist so geworden. Ja, das ist so. Immer ein harter Typ. Dann hast du gewechselt auf den anderen Haarschnitt, der in die Mode kam. Weißt du, so kurz mit dem Dino-Schwänzchen und der leichten Franzle. Das ist für das Gleiche hat das Geld nicht gelangt. Aber ich habe es schon so gemacht. Und okay. Also, es ist dann eben meine damalige Freundin, hat mir gesagt, du solltest zum Coiffeur. Und dann bin ich zum Coiffeur gegangen. Und dann haben die eben gesagt, ja, also, das wäre schon so wirklich. Von diesem riesen Haarding. Also, okay. Und wirklich da hinten, ja. Ja. Schwänzchen habe ich auch gehabt. Ich musste in der Rekrutenschule abnehmen. Oh. Wir würden dir die ganze gegangen. Zeit so abziehen. So habe ich dann auch selber gemacht. Genau, aber es gibt noch, Gott sei Dank gibt es kein Handy, es gibt nur ein Passfotos. Dann haben wir ein Passfotos gemacht. Dann haben sie noch 1 Stutz gekostet, wahrscheinlich. Ja, das habe ich auch noch erlebt. Ja, ja. Ich bin doch ein bisschen jünger. Ja, viel. Ja. Nein, was haben wir noch? Ja, ich gebe sich ein bisschen abdrehen. Ah, nein, das ist ein Ziel. Wir sind bei den Tracker, sind wir schon. Ich kann meine Notizen nicht mehr lesen. Ja, aber das ist Phase 1. Was ist denn Phase 2?
Hey, das wissen wir noch nicht, wir sind noch nicht drin. Okay. Weißt, also das Ding sind ist noch so, klein? Eine Phase löst die andere. Die andere. Genau, jagt genau. Die andere. Und was dann die nächste Phase ist, das können wir schauen. Aber zuerst können wir mal die erste Phase schauen. Ja. Dann geht es in die nächste Phase. Aber es ist auf jeden Fall fortlaufend. Also es wird nie stehen bleiben. Es ist ein Prozess. Es geht immer weiter und es bleibt immer spannend. Genau. Genau. Wie macht ihr das Programm? Das ist die langweiligste Frage. Aber ich das frage mich schon. Wie macht ihr euer Programm? Ich muss sagen, ich tue einmal im Jahr mache ich einen satirischen Jahresrückblick für eine Fasnachtsveranstaltung in der Innerschweiz. Okay. Und ich muss sagen, ich habe einfach, seit ich das mache, etwa seit 8 Jahren, ich habe eine extreme Hochachtung vor allen, die so etwas machen, weil ich bin natürlich wirklich mega lang. Ich habe am Schluss irgendwie 25 Seiten und brauchbar sind aber dann gleich nur 3 Seiten irgendwie, oder? Also, ja, ja. Es ist, darum also es ist euch einfacher. Ja, ja, wir treffen uns halt einfach und er, also zuerst ist auch einfach mal, der Name, bis wir den Namen hatten. Ja. Und er ist mal, es ist relativ schnell klar gewesen, dass wir beide Mütter sind, welche Richtung das es geht. Mhm. Und dann haben wir aber auch den Zwillingseffekt ein bisschen, haben wir auch schon zusammen die Musical-Ausbildung gemacht hier in Bern. Mhm. Und dort haben wir in der Abschlussproduktion haben wir eben Zwillinge gespielt und wir sind fast nicht aus dem rausgekommen. Es haben uns also wirklich Leute verwechselt. Ja, ich habe ihn auch, sorry. Ich habe echt nicht mehr gewusst. Also, das war kein Witz. Ich habe dich gefragt, wer bist du? Ja, ja. Ich bin immer ehrlich. Sorry, ich bin immer ehrlich. Also mir auch. Ja. Außer bei mir. Er sieht mich immer. Weißt du, ich arbeite darum immer noch hier. Und ja, ja. Nein, jetzt geht's. Nein, und eben das Zwillingsding, oder? Das haben wir. Und wir haben das so cool gefunden. Wir haben das gespürt selber einerseits, dass wir viben, dass da bei uns etwas ist. Die uns verbindet, aber dann auch von außen. Plötzlich haben die Leute uns verwechselt. Sie haben gesagt, wo wir uns aber 3 Jahre kennt haben. Ja. Also die Lehrer haben uns plötzlich anders gesagt. Ja. Und also wir haben es eigentlich von außen dann auch an uns gelegt bekommen. Wir haben plötzlich von außen gemerkt, wow, das scheint ja mega zu funktionieren. Und wir sind zu uns gekommen und haben uns Feedback gegeben und gesagt, hey, wir sind so, ihr seid genau gleich groß, eure Haare. Und dann sind wir halt auch noch ähnlich also, so vom Typ. Laufen wir immer mit gleichen Jeans? Nein. Das haben wir extra für dich gemacht. Ganz oft ist es im Fall tatsächlich ein Zufall. Klar, tun wir es jetzt natürlich aufgrund unseres Projekts. Dürfen wir das jetzt natürlich spielen, feiern, oder? Wir möchten das auch gerne. Aber ganz oft ist es einfach so, dass wir sind gekommen und wir haben uns getroffen und wir haben also Sally! Also ist wirklich, das sind so die lunaren Innerliche. Genau, so der Feenstaub nennen wir das. Feenstaub? Ja, genau. Den gibt es nicht für Männer, oder? Das wäre ein Rumpelstilzli. Männliche Feen? Nein, das sind Zwerge. Ah ja, genau. Kobold. Du darfst ein Kobold sein. Ist gut. Ich denke, du bist von einem Kobold, oder? Ja. Das Interview vom Kobold mit der Fee. Sehr gut. Sehr gut. Nein, und, ich habe, und wir haben, eben, dort hat es eigentlich so ein bisschen angefangen. Und dann sind wir aber in verschiedene Richtungen. Und dann hat es einfach so nach fast 20 Jahren haben wir uns dann irgendwie wieder. Also nein, es waren 10 Jahre, gewesen, so alt sind wir. Eben, du bist ja nicht so jung. Komm, wenn sie früher nie sind, kannst du nicht. Du kannst ja nicht 17 sein und sagen vor 20 Jahren. Nein, das kannst du nicht. Gut. Nein, und dann haben wir. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, okay, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir beide Mütter sind. Wieder so die gleichen Situationen. Ja. Also, weißt, so, und wir stehen am gleichen Punkt im Leben und das lässt sich irgendwie bespielen. Ja, und eben das Thema Kind, ein unendliches Thema. Thema Mutter sein. Dann Männer, die halt da oben sind. Automatisch, immer. Genau, und das ist halt dann ein recht breites. Es ist recht breit gefächert. Also ihr findet immer noch Männer braucht es? Absolut. Also ich finde, absolut Männer braucht es. Absolut braucht es Männer. Ja. Sie sollen sich ruhig ein bisschen zurückhalten. Genau. Sie sollen dann still sein, wenn wir sagen, genau. Das so. Sorry. Nein, aber klar, ohne Männer würde es ja kein Kind geben. Also sind wir ehrlich. Das kann man sich irgendwie... Es geht weiter. Das kann man doch irgendwie, ist kein Problem. Aber nein, also ich finde schon. Und ich liebe die Männer auch. Es ist, halt, also, ja, es ist doch auch der Reiz. Irgendwie, es ist ja, das ist ja auch das Spiel, das es ausmacht, weißt du? Ja. Es gibt ja dann auch auf der Redaktion. Stoff, weißt, es ist ja, wenn wir irgendwie will, wir sind eine ganz kleine Redaktion mit Nebelspalter. Mhm. Und wenn wir irgendwie, wenn zum Beispiel alle weiblichen Mitglieder sind nicht so viel, könnten noch mehr sein. Wenn alle weiblichen Mitglieder in der Ferien sind, Redaktionssitzung sind anders. Geht nicht. Dann es ist nicht so, dass nichts geht, dann anders. Nein. So, wenn es dir nicht. Nein, so ist es nicht. Nein, ich bin wirklich. Nein. Aber es geht im Fall uns Frauen gleich, sorry.
Also wenn die Männer nicht rum sind, dann schwingt einfach eine andere Atmosphäre. Aber das ist okay, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ich finde auch, das darf okay sein, dass Männer so ein bisschen ihre Glocken haben dürfen, auch mit Frauen. Und irgendwo verbinden sie sich wieder. Ja. Entweder beim Kindli machen oder bei der Erziehung oder ja, bei beiden. Ja, alles. Also ja. Mein Mann zum Beispiel ist mein bester Kollege. Also weißt, es ist, also ich finde, dass das auch sehr gut zusammenpasst. Und man kann sich auch so ein bisschen... Irgendwann musst du auch, ich meine, irgendwann musst du auch zur Überzeugung kommen, das ist die Frau oder der Mann, wo man zusammen alt wird. Ich finde immer noch, when I'm 64, mittlerweile muss man halt sagen, 84, oder? Aber mein Ziel ist ja schon so, dass man irgendeinen Kompagnon hat, wo man sagt, genau. Hey, mit dem ziehen wir sie. Ja, mit allen Upsizes und Downfalls. Genau, nein, das macht mein aus. Englisch ist mindestens so schlecht wie mein Latein. Ich finde es nicht schlecht, ich war gut. Du hast es gut gemacht, Dominik. Nein, aber ich verstehe mich. Mit allen Ups und Downs. Oh, yes. Yes. Oder ja, das ist irgendwann ist es so das. Und eben, Kind haben, hast du dann mal eins, zwei oder weiß ich wie viel? Und dann... Eins noch nicht. Ja. Ich frage jetzt nicht, das ist die Frage. Aber ich finde eben. Was? Wir das zweite? Ja. Das darfst du sicher fragen. Nein. Also, haben uns, ganz viele haben ja in dieser Corona-Zeit ja Kinder gemacht. Und wir haben gefunden, haben schon eins, lass uns doch. Ein Bühnenstück geschrieben. Wir haben ein Bühnenstück geboren, sozusagen. Wir haben auch was geboren, einfach Zangegeburt. Genau. Aber nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wie das zu uns gekommen ist, das Stück. Also ja, wir geben uns auch einfach Mühe, dass wir das nicht zu fest erzwingen. Ich glaube, das ist so auch etwas, was in unserer Natur liegt. Da kommt es einfach. Ja, es so klingt ein bisschen einfach, aber, und ist es natürlich gar nicht, aber ja, wir lassen es. Wir lassen es kommen. Ja, wir lassen es kommen. Und es ist halt manchmal so ein bisschen grenzwertig, oder? Aber so ja. Okay, so gutes Thema. Was ist denn grenzwertig in der Komik und in der Satire? Also im Moment darfst du ja gar nichts mehr sagen, oder? Du musst ganz gut aufpassen. Du bekommst flattern. Ja. Also weißt du, und es ist schon schwierig geworden. Und wir haben das jetzt auch schon am eigenen Leib erfahren, dass wir so? Uns... Was zum Beispiel? Dass wir uns vielleicht nicht so lustig finden. Wobei, da muss man natürlich sagen, das kennt jeder, der auf der Bühne arbeitet. Ja, genau. Ich meine, das ist auch im Büro so. Du hast nicht immer den gleichen Tag. Und in diesem Job ist es halt einfach so, du bist so exponiert. Der vielleicht nicht so gute Tag ist dann halt einfach mega offiziell. Das sehen dann vielleicht alle. Das Publikum gibt dir das Feedback und vielleicht nicht irgendwie der Kompi, der wieder runterfährt und nicht das macht, was du willst. Es ist dann halt einfach an einem viel exponierteren. Ja, wir sagen halt schon, In diesem Programm sagen wir halt viele Sachen, die jede Mutter insgeheim denkt. Aber noch nicht so würde sagen, ich liebe sie. Das ist so gefährlich. Aber es ist hundertprozentig menschlich. Aber liebst du es kein gleich? Es gibt ganz wenige Situationen, wo du den Balg könntest. Ja, genau. Und wir sind echt so ein bisschen rausgepflanzt. Das darfst du aber nicht sagen, oder? Das ist so. Du musst so aufpassen als Eltern, was sagst du in der heutigen Gesellschaft, Kinder, Zieg, lalala. Das ist sehr fest. Du kommst dann plötzlich Kesp oder vorbei. Ja, Kesp, ja, du musst aufpassen. Aber es ist, was du sagst, es ist völlig legitim als Eltern, als Mutter, einfach auch mal dein Kind gerade nicht so toll zu finden. Normal. Wie dein Kind dich auch nicht immer toll findet. Das ist doch Englisch. Ja, hey, du bist gebildet. Nachher gehen wir zum Englischkurs. Oh, ja, dann müssen wir aber die Kamera abstellen. Nein, es ist genau so. Und es ist ein, wie soll ich sagen, für die Emotion, die wir alle kennen, gibt es eigentlich keinen Platz. Und wenn, so verschämt, in einem Blog so verschämt und verklausuliert, anonym und in so komischen Formulierungen, aber das ist echt manchmal. Und jetzt sind wir da. Und jetzt sind wir cool. Genau. Und wir pflanzen es recht aus. Also mit recht. Und das haben wir noch zu spüren gegeben, irgendwie so im Sinne von... Ja, es ist natürlich schwierig, das auch irgendwie zu dosieren auf der Bühne. Du weißt ja nicht genau, wer hockt jetzt so genau im Publikum. Ja, von wo kommt die Person? Genau, du kommst es dann nachher mit über. Also, von wo kommen die Leute? Was haben die an diesem Tag erlebt? Ich meine, wenn jemand im Publikum sitzt, der an diesem Tag gerade den besten Familientag hatte, dann kann das unter Umständen sein, dass sie empört ist und findet, das kann man doch nicht sagen. Hassen sie ihre Kinder? Natürlich nicht. Wir natürlich lieben sie. Wir würden das Leben für uns. Aber eigenständige Persönlichkeit, oder? Und das ist eben die Gratwanderung, die du hast. Immer zwischen
dein bist Kind auch noch du. Immer für dein Kind da sein, ja. Aber gleich, du bist einfach auch noch ein Mensch. Und du hast eine Beziehung, du willst deine Beziehung pflegen. Du hast einen Job. Du hast einen Job. Hast Träume. Du hast Leidenschaft. Und die Balance. Ja. Und du ausleben. Genau, alles um einen Hut zu bringen. Wir sind ja da eine politische Sendung. Haben wir das auch schon, auch schon politisch? Nein, haben wir, also weißt, irgendwie politische Comedy ist ja ganz schwer in der Schweiz, finde ich. Ja. Und es gibt eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Es ist immer heikel. Ja. Und so genau, ich glaube, fast noch ein bisschen extremer als mit dem Tabu, wo ihr jetzt ein bisschen anreiset oder so. Ja. Machen ihr vielleicht einmal auch politische Sachen? Ja, da lassen wir einem fast in den Finger davon. Weißt, okay. Ich finde, es ist immer so eine Gratwanderung. Du hast zwar deine Meinung, aber bei den politischen Sachen, die sind dann so argumentativ und kommen dann mit Zeug hinführen, wo wir dann wie sagen, okay, bei mir ist das eine Intuition, meine Einstellung ist eine Intuition und argumentativ ist es dann schwierig. Weißt? Und ich finde, es gibt so viele gute Komikerinnen und Komiker, die das bedienen, wo ich finde, müssen wir jetzt nicht auch noch kommen. Also, weißt, und dann kommen sie plötzlich, wir haben eine Ahnung von Politik. Haben wir nicht. Wir haben eine Meinung, aber wenn es nicht darum geht, dass man debattiert, also wenn wir beim Schawinski wären, dann gute Nacht um 6 Uhr. Ja, das kann ich auch nicht durch. Der würde gerade schmelzen, wenn ihr könnt. Sorry. Nein, er kann ja ein Interview mit Frauen bei ihm sein. Ganz. Aber es geht auch nicht darum, irgendwie unser Ding, also klar, ich finde es immer gut, wenn man ein bisschen von dort, ein bisschen von dort. Wir sind ja weltoffen. Ja. Wir sind offen. Und man kann schon darüber reden. So man kann darüber reden, aber wir wollen auch nicht irgendwie schubladisiert werden. Oder? Das ist so heikel, gerade in diesem Thema. Also wir müssen vielleicht sagen, wir haben tatsächlich, oder unser Programm, das ist ein laufender Prozess. Wir tun immer wieder Anpassungen vornehmen. Wir hören auch immer, was ist gerade das Thema natürlich bei uns zu Hause und auch sonst. In der Welt. Wir haben zum Beispiel das Corona-Thema. Das hat uns natürlich auch sehr begleitet, wie wir am Anfang schon kurz erwähnt haben. Und wir haben dann schon auch gefunden, okay, jetzt nicht unbedingt, dass wir politisch werden wollen, aber es ist doch ein Thema, das sehr viel mit uns zu tun hat. Belastet hat. Ja, wo es belastet hat. Unsere Standbase ist alle einfach weggradiert. Genau, das ist schon etwas, was weg war. Oder? Genau. Und für das haben wir so eine Nummer kreiert. Genau. Ich glaube, ja. Ja. Nein, bleib. Das letzte Mal. Unbedingt. Und die Nummer ist aber total offen. Also die gilt, funktioniert für jeden. Und das war eigentlich unser Ziel. Und wir sind so stolz, haben wir das so hergebracht. Und wir haben zuerst so gedacht, okay, wie machen wir das, dass wir nicht ins Fettnäpfchen treten. Und gleich irgendwo durch schon eine Meinung etwas äußern. Sagen. Und man kann sich dann schon überlegen, was denke ich jetzt über das Ziel? Aber weißt, das ist doch genau das Problem. Bei Corona, auch bei anderen politischen Themen. Dass es gar nicht mehr Platz hat. Also wenn ich jetzt höre, wie ihr müssen aufpassen und die Nummer so designt, dass sie, du hast gesagt, für alle geht, oder? Das erlebe ich auch als Journalist und ich glaube, Komiker, Satiriker erleben es noch viel mehr. Für die Position, die so ein agnostisch ist, weißt, wo ein bisschen gegen da schiesst und gegen da und gegen alles schiesst, hat es fast keinen Platz mehr, oder? Ja, das ist so, ja. Wenn ich mal eine Berse kritische Frage stelle, dann kommen auf Twitter irgendwie, du Arschloch, oder so irgendwie, oder? Wenn ich würde sagen, der Alain Berse ist der Beste, würde ein anderer sagen, du Arschloch! Ja, das ist ein schwarz-weiß Ding. Es gibt nicht mehr Platz für die, ich sage jetzt wirklich, der Agnostiker ist der, der alles sagt, du bist ein Depp, und du bist ein Depp, und du bist ein Lügner, du bist nicht ganz richtig, und überhaupt, und du bist ein komischer. Die Position ist irgendwie wie, man muss sich immer, es gibt immer nur noch Hooligans, oder? Ja, ja. Du bist Team Nazis oder Team Sozis. Oder Mutter. Jetzt gibt es neu noch Team Mutter, dann kommst du sowieso schon. Aber es ist auch so, oder? Nein, aber ich denke auch, dass man sich ein bisschen mehr gerne muss haben. Mal wieder. Und ein bisschen mehr Champagner trinken. Ja, das ist schon so verpunkt. Also, Mission Impossible. Ende Mai, jetzt haben wir es wirklich. Das machen wir also als Einde, haben wir noch nie gemacht. Hast du noch nie Flyer gehabt? Soll ich dir helfen? So. Er kann das. Mission Impossible. Am 28. Mai im Comedy House in Zürich. Und zwar ist das wirklich, also ihr seid dabei bei der Geburt von einem Programm. Hey, sowas von. Ja. Und ihr dürft nachher auch noch Party machen mit uns. Oh. Komm auch! Da muss man es eintragen. Unbedingt. Nein, und es ist natürlich, weißt, ich bin auch schon mal in meinem Leben auch schon mal PR. PR-Futzi gsi, bevor ich Journalist war. Hat man jetzt gemerkt, gell? Mega! <Gut. lacht> Danke für euren Besuch. Wir trinken den schon noch fertig. Ja, unbedingt. Sozusagen, wir machen eine Afterparty ohne Kamera. Wenn euch
aber das Video gefallen hat, dann drückt hier unten, drückt auf so. Gefällt mir, sagt man dem im Fachjargon. Ah, siehst du, ich komme cool über draus. Genau. Drücken so. Ihr könnt Kommentar schreiben. Und nein, es ist kein Tupé, wie letztes Mal. Ja, was hast du gesehen? Genau. Und den Kanal abonnieren. Und auf das Glöckli drücken, muss man auch noch. Das Glöckli drücken. Oh, Glöckli. Genau. Dann können wir sicher wieder eine Mitteilung über, wenn das nächste Video aufgeladen wird. Vielleicht ein bisschen politischer, vielleicht ein bisschen lustiger. Nein, lustiger. Ja, also lustiger kann es nicht sein. Nein. Vielleicht ein bisschen politischer. Ja, politisch. Vielleicht ein bisschen politischer. Aber und lustig ist jetzt das allemal. Ja. Ich habe es gefunden. Schon? Ja, ja. Komm auf Platz 1. Ich komme auf Platz 1, bin ich fast sicher. Alles Gute. Hey, merci vielmals. Zum Wohl. Cheerio.